das will er haben. Oh! Kumpel hier vorbei? Nein, oh. Nein, oh Leute! Oh Gott! Antonia, was hast du getan? Das ist ja teurer als das Pony! Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist mal wieder was ganz Cooles angesagt und zwar, wie ihr sehen könnt, stehen wir vor dem Lösdau-Shop und heute gehen wir nicht normal shoppen, nein, wir haben Valentino dabei und er wird sich heute alle Sachen aussuchen und die müssen wir dann am Ende kaufen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich hoffe, er sucht sich keine teuren Sachen aus, ich habe nicht so viel Geld. Nein, aber wir werden mal schauen, was er sich aussucht und ich bin sehr motiviert und ja, mal sehen, wie es wird. Da kommt schon das erste Pferd entgegen. Das sieht vor allen Dingen aus wie Valentino. Das Spiel dreht sich sozusagen darum, dass Valentino irgendwas antippen muss, alles, also was er irgendwie interessant findet oder so. Und das müssen wir dann kaufen. Ja, ich bin gespannt, was er sich aussuchen wird. Den Boden wo? Warte, da will er, glaube ich, irgendwas. Willst du hier nichts? Er ist bisher sehr sparsam. Ist halt ein Typ. Oh. Also, er dachte, das ist ja Gras. Also der Boden ist interessanter als alles andere. Oh, was ist das? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ist das irgendwie eine Riesenschabracke, oder? Passt auf jeden Fall so. Das ist schon mal das erste Teil. Wofür ist das denn? Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ach, eine Voltigierdecke. Ah, für die Voltis. Die tun das, glaube ich, so da drunter. Schau mal hier. Sind das Sachen für dich dabei? Er will so eine Decke. Ja, es ist die. Es muss einfach die sein, oder Valentino? Gibt's hier nicht noch eine andere Farbe? Er hat einen sehr komischen Geschmack, muss ich schon sagen. In der Futterabteilung, er ist direkt hier angekommen, ne? Aha. Jetzt weißt du mal, was Typen wirklich kaufen würden. Muss mal Gollum mitnehmen, dann wird er sich auf jeden Fall keine pinken Sachen aussuchen. Willst du hier irgendwas? Riecht gut hier, ne? Ein Eimer. Er will ein Eimer. Er denkt, ja, den will er unbedingt. Okay, also der. Ja, dann nehmen wir den. Den will er auch haben. Willst du den? Er möchte alle. Aber ich glaube, er möchte eigentlich, dass da Essen drin ist. Und dann mach mal weiter. Hier, warte mal. Ja, er möchte die. Oder Waldfruchtleckerlis. Ah, er kann sich gar nicht entscheiden. Die möchte er auch unbedingt. Das ist ja, ganz, die sind wichtig. Das ist ganz wichtig. Gib ihm davon doch mal ein, oder? Ja, warte mal. Oh, er macht schon selber einen. Also, Valentino. Ja, gut. Das ist ein Mikrozer. Okay, hier gehen wir mal ganz schnell weiter, bevor die Kugel noch dicker wird. Hier ist ein Pony in deiner Größe. Hallo. Jetzt schaut er aber wenigstens schön. Supi. Da hinten kommen die Sattel, das kannst du nicht leisten. Irgendwas gut? Ach, er will schon wieder. Er will die Pflanze. Oh, die ist doch schön. Ja? Ja, wollte ich nicht. Ja, aber das ist jetzt nicht deine Größe. So, schnell an den Sattel vorbei, Hella, bevor er da noch dran tippt. Wo willst du lang? Oh. Oh nein, er will so einen Fellsattel. Oder nein, das ist ja kein Fellsattel, sondern das ist sowas. So ein Überzug oder so? Leute, ich entdecke hier Sachen, wo ich mir immer denke, was ist das? Das ist das Fell fürs Reitschießen. Ah, okay. Dann gehen wir jetzt schnell mal vorbei. Was noch neue Stiefel hier? Also, Valentino, ich habe Schuhgröße 37, 38, ja? Also, falls du hier irgendwas findest. Also, so. Bitte nicht orange. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Oh. Jetzt hat er sich selber gesehen, das Spiel. Oh, hello. Hier, kannst du dir was aussuchen? An den Schabracken gehen wir mal ganz schnell vorbei. Oh. Ja, er sagt, ich habe zu viele, glaube ich. Bitte die Glitzerne. Los, Valentino. Bitte. Was willst du? Oh nein, die wollte ich nicht. Ich wollte die, die. Ja, gut, nein, Spaß. Aber die ist ja halt auch mega schön. Ja, da kommt er ja gar nicht ran. Die oder die? Die. Los, entscheide dich. Du müsst eine nehmen. Die oder die? Die. Ja, gut. Ja, ja. Er hat sich schon. Zählt das? Ja. Oh, oh, oh. Oh. Nein, schnell weg. Die Ausnahmsweise.
Also Elena braucht noch eine Reithose. Dann suchen wir ihr jetzt mal eine aus, ne Valentino? Dunkle, eine dunkle. Schau mal da. Oh ja, ja die gefällt ihm richtig gut. Da muss Elena die gleich mal anprobieren. Ja, los Elena. Shake. Wie findest guck mal, du wir die? Sind Ton in Ton mit dem Oh, wie süß. Du musst mal in den Spiegel filmen. Schön. Ja, die ist echt schön. Ah, oh, das Schild. Reduziert. Ja. Richtiger Schnäppchenjäger ist er. Komm, wir gehen mal hier lang. Nee. Oder willst hier? Du da noch irgendwas? Tino. Nein, er will so eine Schabracke. Nee, er möchte das Gras. Ich glaube, er will diese Schabracke, oder? Ja, die blaue. Ein bisschen lang, aber ist noch okay, ne? Oh, love is in the air. Er denkt halt immer, das wäre Gras, glaube ich. Wieder zum Futter, ne? Ist klar. Hier waren wir doch schon. Nein, Valentino, du hast schon einen Eimer. Bist du noch ein Halb da? Oh, das Rote? Das Rote, das Rote. Ja, sagt der. Rotes Hälfte. Ja, er wollte den Korb beißen. Oh Gott! Und jetzt gehen wir mal hier in den Chattigang. Er ist an einem Kumpel hier vorbei. Oh, er steht voll auf Fell. Da frage ich mich halt schon wieder, was ist das für ein Überzug hier? Was will er mit sowas? Hast du Winterwampe? Ja. Möchte diese Decke und Leute, ohne Scheiß, genau diese Decke hat er schon zu Hause. Oh mein Gott. Eine letzte Chance für dich nochmal Chatty-Sachen für dich. Oh. Er feuert sich einfach. Valentino, du bist so frech. Du bist so frech. Jetzt geh weiter. Such dir irgendwas aus. Eine Schabracke oder so. Hi, was? Hallo. Oh. Oh ja, das hier, das will er haben. Oh, das will er haben. Das will er ganz dringend haben. Jetzt ist er gerade richtig im Shopping-Fieber. Ja. Das will er. Oh ja, ein Handtuch oder was ist das? Ja. Aber das gibt's gratis. Beim Kauf eines Trust-Artikels. Hier, willst du noch eine Gerte? Oh, er sieht sich schon wieder im Spiegel. Oh nein. Oh. Scheiße, Valentino, du musst es lassen. Das ist eine Kunstblume. Das ist eine Kunstblume. Du bist so dumm. Also wirklich. Er ist so dumm. Das ist halt auch nicht sein Ernst. So. Schau mal, der Postkasten ist doch schön. Oh Mann, er geht immer an den Sachen vorbei, die ich möchte. Kuckuck. Oh, Valentino, du musst dich irgendwo entscheiden. Wo willst du hin? Die haben mehr Wimpern als ich, diese Männer. Irgendwas Schönes noch. Er ist so selbstverliebt. Nein, oh. Nein, oh Leute. Oh Gott. Pass auf. Nimm ihn da weg, ich pack das wieder rein. Oh, jetzt ist es zu schlimm. Oh. Oh. Also, er ist so schlimm. Oh, du verstehst. Also Leute, ich glaube, er hat eigentlich gar keinen Bock und will eigentlich nur fressen. Hier noch ein paar Reitklamotten. Hier, komm. Eine Sache. Was pink ist für Hella. Oh. Die Jacke? Ja, ist ganz cool. Da. Ja, ich finde den ganz schön. Super, Valentino. Eine Sache hast du dir gut ausgesucht. Valentino, wie findest du den? Ah. Nein! Nein, das ist es nicht! Er sagt nein. Leute. Ja, dann musst du das ausziehen. Ja, aber dann war das noch nicht. Dann meint er Och, das auch Mann. Nicht. Oh Mann! Das? Ja? Los! Oh! Ich glaube, die will er, ne? Ja, die sehen auch schön aus. Die sind schön. Die wollten wir sogar bei Fashion Star. Das hat nicht ins Budget gepasst und jetzt hat sich Valentino die als letztes Teil ausgesucht. Ja, die will er unbedingt haben. Ja. Also wenn du bist so komisch. Lecker, lecker. Es ist etwas komisch, ehrlich gesagt, am Hintern. Das war's jetzt. Ja, Valentino. Valentino, wo ist dein Portemonnaie? Meister, hast du dein Portemonnaie dabei? Hier, Valentino, du bezahlst heute. Ja, leg mal das Geld auf den Tisch.
Leider hat er hier schon alles zerstört. Es tut mir leid, die ganzen Pflanzen wollt ihr aufessen. Oh Mama. Das ist Sachen so, das dieses Fell, dieses richtig unnötige Fell. Das deckt das ganze Pony ab. Das ist ja. Eine Sache. Ja, aber ich hab. Ihr habt ein Kundenkonto, ne? Bei uns, ne? Ja. Dankeschön. Dann sind das nach Abzug von 10% 516,48 €. Uff. Ah, Antonio, was hast du getan? Das ist ja teurer als das Pony. Können wir das eintauschen? Wir lassen Valentino hier. Wollen wir dich hier lassen? Nein, nein, den lassen wir nicht hier. Hier sind die ganzen Sachen, Valentino, die du gekauft hast. Ella, wieso hast du plötzlich einen Pulli an? Oh ja, den habe ich mir gerade noch schnell angezogen. Ab geht's nach Hause. Hier, Valentino, kannst du mal ein bisschen Wasser trinken? Willst du Wasser? Ah, ne? Das war ja ganz schön anstrengend, diese Shopping-Tour. Ja, Shoppen mit Frauen ist immer anstrengend. Also mir ist auch einfach aufgefallen, meine Ponys hassen es eigentlich, dass ich denen alles in Pink kaufe, weil Valentino hat sich nur blaue Sachen ausgesucht, bis auf dieses eine rote Halfter. Mann, der Arme. Den Eimer kannst du doch wohl schon mal hier reinhängen, oder? Mit diesem Einhorn drin. Das will er bestimmt. Dein neuer Eimer. Und wie findest du den? Mit diesem Tier hier drin? Ist gut, oder? Guck mal, dein Freund wartet hier drin schon. Gar keinen Bock auf seinen Freund, ehrlich gesagt. Er steckt ja seinen ganzen Kopf da rein. Ja. Yeah. So. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Nochmal ein riesen Dankeschön an Löstau, dass wir das überhaupt machen durften. Valentino, du musst dich jetzt auch einmal bedanken. Ja, das ist schon sein Danke, dass er hier aus diesem Eimer trinkt. Einmal vielen Dank, es hat echt einen riesen Spaß gemacht und ihr müsst auch mal bei Löser vorbeischauen, die haben da ganz coole Sachen. Die Shoppracken sind wunderschön. Wie ist das so, mit Männern zu shoppen? Anstrengend, würde ich sagen. Also er ist auch sehr wählerisch gewesen. Er war auch sehr... Oh, Valentino. Er... So ein richtiges Chatty einfach nur. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Ihr macht uns richtig Spaß. Er spielt damit.